Unsere momentane Art zu bauen erzeugt sehr viel CO2 und Müll. Ein Viertel von Deutschlands gesamten CO2-Ausstoß kommt allein aus dem Sektor Bauen und Gebäude. Deutlich mehr als beim Flugverkehr. Zudem ist über die Hälfte von Deutschlands Müll Bauschutt. Wird ein Gebäude abgerissen, landet fast alles auf dem Müll. Nur 5% werden wiederverwertet. Das müssen wir gemeinsam ändern. Dazu brauchen wir einen neuen, nachhaltigen Ansatz für die Bauprojekte der Zukunft. Genau das bietet Cradle to Cradle beim Bauen. Schauen wir uns zunächst den Lebenszyklus aktueller Gebäude an. Sebastian und Steffi bauen ein neues Haus und nutzen es ein halbes Leben lang. Doch irgendwann wird es baufällig, muss abgerissen und der Müll entsorgt werden. Der Lebenszyklus führt von der Wiege ins Grab. Das ist teuer, schlecht fürs Klima und verursacht sehr viel Müll. Cradle to Cradle hingegen betrachtet den Lebenszyklus von Gebäuden als Kreislauf. Von der Wiege zur Wiege. Ganz nach dem Vorbild der Natur. Bei einem Bauprojekt sieht das dann so aus. Ein paar Straßen weiter befindet sich eine Baulücke. Dort bauen Kim und Eike sich und ihren Freunden ein Haus aus hochwertigen, nachhaltigen und langlebigen Materialien. Da ihr Haus leicht zu warten und sanieren ist, können sie es viel länger nutzen. Ein paar Jahre später machen sie sich selbstständig und bauen in der Etage darüber einen Coworking Space. Dank der modularen Bauweise von Cradle to Cradle kein Problem. Wird das Haus eines Tages nicht mehr gebraucht, kann es wieder in seine Einzelteile zerlegt werden. Aus ihnen kann nun wieder etwas Neues entstehen. Eine Schule zum Beispiel. Der Lebenszyklus des Gebäudes reicht von der Wiege bis zur Wiege. Das spart Geld, vermeidet Müll und ist gut fürs Klima. Aber wie können wir Cradle to Cradle bauen? Zunächst verwenden wir nur Bauteile, die wiederverwendbar sind und mit lösbaren Verbindungen montiert werden. Wie bei einem Baukasten. Die Anlagentechnik bleibt leicht zugänglich für Wartungs- und Umrüstarbeiten. Die Wände sind verschiebbar. Eine neue Mitbewohnerin braucht ein Zimmer? Kein Problem. Die Baustoffe bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz, Hanf, Schafwolle und Lehm. Ein Materialausweis zeigt an, welche Baustoffe in einem zukünftigen Haus wiederverwendet werden können. Wir richten das Haus nach Süden aus und speichern die Wärme in den Bauteilen. Das spart mächtig Heizkosten und CO2. Wir integrieren das Haus in die Natur. Regenwasser nutzen wir zur Begrünung auf dem Dach und für die Toilettenspülung. Übrigens, für die Bauherren und Damen führt diese neue Bauart zu erheblichen finanziellen Einsparungen, da Reparaturen günstiger, die Lebensdauer länger und die Bauteile wiederverwendbar sind. Wir haben bereits jetzt das technische Wissen und die Materialien, um nach diesem Prinzip zu bauen. Wir müssen nur noch loslegen. Packen wir es an! Jetzt ist die Politik gefragt. Wir Grüne im Bayerischen Landtag haben da jede Menge Ideen und die wollen wir jetzt auch vorschlagen. Alles, was schon gebaut ist, muss als Quelle für neues Bauen gesehen werden. Urban Mining ist hier das Stichwort. Die Stadt ist als Rohstofflager zu verstehen. Über gesetzliche Vorschriften können wir zum rückbau- und recyclingfähigen Bauen verpflichten. Baugenehmigungen also nur noch mit Rückbaukonzept. Wir brauchen neue Bauvorschriften, zum Beispiel beim Brandschutz, die es erleichtern, wenn wir Gebäude umnutzen oder umbauen. Die Bauordnung muss zur Umbauordnung weiterentwickelt werden. Das Gebäudeenergiegesetz muss reformiert werden. Und zwar so, dass Gebäude so zu bauen sind, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen, sowohl beim Bauen als auch bei der Nutzung. Es muss eine CO2-Umlage eingeführt werden, wenn Gebäude abgerissen und alte Baustoffe entsorgt werden müssen. Nur dann ist es attraktiv zu sanieren, statt abzureißen. Und dann ist es attraktiv, Baustoffe wiederzuverwenden. Und wir müssen der Bauindustrie striktere gesetzliche Vorgaben machen, was die Inhaltsstoffe und Bestandteile der Baumaterialien angeht.
Nur so können wir dafür sorgen, dass Baustoffe sortenrein zu trennen und somit recyclingfähig sind. Auf den Baustellen werden nach wie vor sehr energieintensive Baumaterialien verwendet, vom Beton angefangen bis hin zu den Dämmstoffen herkömmlicher Art. Auch da können wir Alternativen fördern, nämlich durch Förderprogramme für nachhaltige Baustoffe, sogenannte NAVARO, nachwachsende Rohstoffe. Das sind zum Beispiel Holz, Schafwolle, Flachs, Pflanzenfasern und. Und um das weiterhin zu fördern, müssen wir Forschung und Entwicklung vorantreiben, um mehr solcher Baustoffe zu entwickeln und um Baustoffe recyclingfähig zu machen. Wir Grüne wollen die Bauwende. Das Cradle-to-Cradle-Prinzip soll dafür sorgen, dass wir zukünftig nachhaltig bauen und nicht unsere Zukunft verbauen.